Spieltag Nummer 29 steht an in der Liga und das heißt St. Pauli. Der Tabellendritte ist zu Gast. So, und jetzt gucke ich gerade mal, was 25 Punkte ausmachen. Bei noch 11 ausstehenden Spielen 33 sind zu holen. Ja, es fehlen noch ein paar Spiele. Also weiß noch nicht, ob wir es hinkriegen in dieser Session hier. So, gucken wir mal. Simulation. Ja, wie gesagt, nächstes Spiel ist dann gegen den FC St. Pauli. Da geht es weiter. Da haben wir noch ein bisschen eine kleine Rechnung offen. Da waren wir nämlich im Hinspiel auch noch auf 0-0. Und hier wollen wir natürlich gewinnen. So. So, ich gehe mal kurz zur Pressekonferenz, das können wir nämlich auch nochmal wieder machen. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. So, ein bisschen Optimismus verbreiten. Das Spiel natürlich immer mal gewinnen und ja. Puh, können sie schon, ja. Möglich ist alles. Wir wollen natürlich die Meisterschaft holen in der Liga. Bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Da wollen wir natürlich wieder gewinnen und ich werde mal kurz meine Mannschaft ändern. Und Amateur, der hat ja auch schon gesagt gehabt, dass er nicht wirklich zufrieden ist mit seiner Spielzeit. Deswegen wird er heute mal von Anfang an spielen dürfen. Und wir machen weiter heute. So, los geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. So. Ja, nächstes Spiel. Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Schalke 04 gegen FC St. Pauli. Eins gegen drei. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Die Nummer 6. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Auf dem besten Weg, den alten Torrekord zu brechen, Wolf. Aktuell, wie sieht es ja immer wieder, ist er nicht aufzuhalten. Die Nummer 16. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So, eine Norm muss sich ändern ziehen. Ludwig war irgendwie überhaupt nicht auf dem Platz am letzten Spiel. Immer wieder Fehler drin gehabt. Mal gucken, ob er heute es besser kann. So ein junger Engländer. Startaufstellung der Gäste. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. So, das ist die Aufstellung der Gäste aus St. Pauli, aus Hamburg. Naja, mal schauen. Hier ist heute richtig Stimmung in der Bude. Ist ja auch nicht immer so spielen.
Fußballatmosphäre pur, Wolf. Für St. Pauli geht es ja auch noch ein bisschen um was. Für die geht es ja zumindest auf Platz 2. Dazu müssen sie eigentlich heute gewinnen, weil sonst wäre Sandhausen, glaube ich, auch 7 Punkte weg. Die sind jetzt, glaube ich, 4 vor. Naja. Schalke hat ihr Anstoß. Könnte ein spannendes Spiel werden. Na gut, wir wollen natürlich unser Spiel weiterhin aufziehen. Ich werde jetzt hier keine Geschenke verteilen, sagen, ich lasse St. Pauli jetzt gewinnen, damit es der Zweite auch gehen. Sondern ich mache nur meine eigenen Hausaufgaben. Cool, ja. Könnte die Führung werden. Ja. Wobala, der aber sich nicht ausspielen lässt da in der Situation. Bubala. Robin Himmelmann. Der Keeper hat den. Ja, wie gesagt, Hinspiel 0-0 in St. Pauli. Das war, glaube ich, jetzt zweite und zweite Spieltag. Ja, und, ich glaub, das wird und dann kam die Niederlage gegen Köln hinterher. Also, mal gucken. Pauli steht wahrscheinlich nicht umsonst da oben. Die werden sich nicht hier 8-0 abschießen lassen oder so. Ah, ja doch. Kubilanski. Schöner Pass. Kulka. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Oh, Temmelmann. Das Ding ist super alt. Der auch nicht mehr in St. Pauli spielt. Hat den Verein ja verlassen. Oder verlassen müssen, so mehr. Oh, schöner Ball und der könnte kriegt er den? Ja, kriegt er. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Ja, es ist so, happy. Klasse Einsatz. Ja, Pauli macht es super, macht's gut, macht hinten zu. Spalek. Ganz energisch. Ja, kommt er weg. Da ist die Flanke. Und die Balleroberung, wichtig. Wichtige Durchsage. Bitte beachten Sie, dass Platz A1 im nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehen wird. Und sind unbemaßbar. Der Ballverlust. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ach, da kommt er nicht vorbei. Na, scheiße. Ich komme momentan auch nicht wirklich in Situation, wo ich den Ball nehmen kann und dann zum Pony wäre. Nach 26 Minuten immer noch 0-0 hier. Nein, Ballverlust. Weg ist der Ball. Ja, gut gemacht, der Mathe. Ja, da kommt er mit. Klar, verliert aber dann den Ball in der nächsten Vorwärtsbewegung. Guter Vorstoß, kann was werden. Happy. Sehr gut. Ja, muss er jetzt ein bisschen was ausprobieren. Hashimiro, der die Flanke. Und Gandula kann ihn nicht klären, weil ein Verteidiger vorher dran ist. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt zieht in die Mitte. Kopilanski! Schön und zu lange. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ja, da geht noch weiter weg. Also zur Pause. Obwohl, wir haben noch 12 Minuten. Na, mal gucken, ob wir es noch kriegen. Jetzt, der Rosso. Gut gemacht. Ne, keiner wirklich mit Vorurteilen. Chancen hatten wir auch ein paar. Aber wir kommen momentan nicht rein. Und ich weiß auch, jetzt seht ihr auch, warum das Hinspiel 0-0 ausging. Weil das genau so lief. Jetzt hat er. Ah, der kommt nicht durch, oder? Doch, kommt er. Nein, kommt er nicht. Der lässt sie doch auslaufen. Hier könnte tatsächlich ein Tor das Spiel entscheiden. Und den verliert der in der Vorwärtsbildung. Hashimiro, ja, der kommt da nicht wirklich weg. Knoll, ja, und dann kriegt er den auch noch quer. Und jetzt kommt da doch mal für uns. Und kriegt er den jetzt durch. Jetzt hat er bei Gambola ein bisschen Platz. Das wäre vielleicht mal eine Chance gewesen. Ja, weil man hätte ein bisschen durchgehen müssen. So, Hecke kommt, Krüger. Ach ja, da war die Riesenchance da.
könnte gefährlich werden. Und da war es tatsächlich. Für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Scheiße. Unentschieden zur Pause. Und wenn man ehrlich ist, geht das auch so in Ordnung. Ja, wirklich schwer zu sagen, welche Mannschaft am Ende die Nase vorne hat bisher. Ja, scheinbar kriegen wir es momentan nicht hin. Also wir haben mehr vom Spielen momentan, aber wir haben noch nicht die super zwingenden Torchancen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Na gut. Wie die zweite Halbzeit noch läuft. Verletzung Miyagi. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Auch Kobylanski momentan überhaupt nicht im Spiel. Sehr gut aufgepasst. So, jetzt kommt der Amatei. Kobylanski. Jetzt mal vielleicht. So, Konterchance. Jetzt so Rosso. Ganz alleine. Der Rosso. Und wieder hat der Keeper den. Ist doch zum Kotzen gerade. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das könnte die Führung. Jetzt, Mann. Jetzt. 55. Wir haben den ersten Treffer. Und damit kassiert er hier doch noch das Tor. Ja, das ist ärgerlich. Er wollte natürlich zu Null spielen, aber das Ding kann er nicht verhindern. Nee, das so, mal jetzt nicht. Können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, 1 zu 0. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sein 19. Saisontor. Den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt, ja, Hammer. Kann er was draus machen? Das ist jetzt gut durchgesetzt, gefährlich. 2-0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja. Und das ist es halt. Wenn du einmal ein Tor machst, dann kriegst du da. Kann sein, dass du das zweite hinterher bekommst. Wieder der große. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Sein jetzt 20. Im Moment läuft es natürlich für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Hat bisher wohl noch mal funktioniert. Pauli will aber noch mal. Wenn die jetzt auf 2-1 machen, dann könnte das wieder anders aussehen. Aber jetzt hat er es gut gelöst. Die Rosung. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Schalke. Oh, das war gut geklärt, da von der 5. Eine engagierte und clevere Leistung bisher. Burgstaller. Er holt den Ball hier ganz hat stark. Kola, Sinac. Kobylanski, der hat das auch noch nicht. Aber der kommt nicht vorbei. Und jetzt sagt er, man will eventuell den Handelfmeter, aber den gibt es scheinbar nicht. Und der Schiedsrichter sagt, nö, es hat gepasst. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ah! Abwehr hat aufgepasst. Schade. Ah, ich kam nicht zum Abschluss da in dem Moment. Miyagi. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und ab damit nach vorne. Der kommt auch durch, Krüger. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Abseits. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. So, jetzt kommt der Wechsel bei St. Pauli noch schnell. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen. Ah, ich komme, ich kann auch noch schnell wechseln. Ich habe auch noch mal Wechseloptionen. Na, probieren wir es einfach so.
müssen sie jetzt reagieren und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Drei Mann. Das sieht man selten. Gleich drei Wechsel auf einmal. Es sind einfach jetzt gerade nur Wechsel, weil ich führe jetzt 2-0 das Spiel. Vielleicht bringt er mal ein bisschen frischer Impuls rein. Gambula, der jetzt aber mal durchgeht. Da zieht er ab. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und Himmelmann verhindert hier die endgültige Entscheidung. Pauli hat aber auch noch nicht gewechselt. Obwohl sich Mjalti eigentlich verletzt hat. Und der ist sowas von weit weg. Flanke landet beim Gegner. Er ist da und kann es nicht erklären. Silvia Gambula. Ah, den ersten kann er nicht ganz kontrollieren. Was zu Anne hat man eine Möglichkeit. Und den haut der Keeper lieber. Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Jetzt wechselt dann Pauli nochmal. Der Wechsel überrascht mich jetzt doch etwas. Er bringt einen Defensivspieler in dieser Situation. Ja, Wolf, da konnte man nicht unbedingt mit rechnen. Sie liegen ja hinten. Aber vielleicht gibt es dadurch andere taktische Veränderungen. Eine Minute. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Da wird er gestört. Jetzt müsste eigentlich auch aus sein. Feierabend. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Ja, 2-0. Ein hartes Spiel war das definitiv. Eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass das Richtung Aufstieg. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Ja, zwei Tore gemacht. Ja, Versuche drauf. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Schalke hat den Anstoß. So, dann haben wir's. Ja, es war auch verdient, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten viel mehr vom Spiel und der Keeper hat gut gehalten. So, gut. Dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's auch weiter schon. Jetzt haben wir schon 19 Punkte Vorsprung. Bei noch 9 ausstehenden Spielen, zumindest auf den Zweitplatzierten. Und auf den ja, haben 52, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile auch 18 Punkte, glaube ich, auf dem mehr, Quatsch. 27 sind es bei 9 Aufstiegsspielen. Ja, ich glaube, wir könnten mit dem nächsten Spiel schon einen Aufstieg klar machen. Na gut, aber das schaffen, sehen wir dann in der nächsten Folge.